Hallo, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer entspannten Runde Sons of the Forest. Wir basteln hier heute ja unser Häuschen noch, aber sollten uns erstmal hier schnell um die Trinkgefäße kümmern. Der liebe Kelvin scheißt halt schon wieder am Arsch der Welt rum. Keine Ahnung. Wir brauchen mal ein paar Stickies. Müssen auch noch ein Sticky-Lager bauen, dass wir das noch füllen lassen können vom Kelvin. Müssen wir selber nicht immer rumscheißern hier. Stickies. Ja, mal gucken, was uns heute erwartet. Ne, wir haben heute Baumodus. Das heißt, wir basteln heute unser Häuschen da ein bisschen weiter. Und dann wollen wir ja auch mal die Tage irgendwie mal gucken, dass wir dann die Seilpistole organisieren. Das wäre so das nächste Ziel. Mal schauen. Oh, der war ergiebig. Sehr schön. Die Roten haben sowieso mal mehr Stöckis. Die haben am meisten. Roter japanischer Ahorn. So. Einen können wir noch. Oder einen müssen wir noch, besser gesagt. Hier. Sehr schön. Oh, ich höre schon wieder, irgendwo gibt es schon wieder Stress. Irgendwo ist schon wieder Stress. Oh, ich hab doch keinen Bock auf Stress jetzt. Sag mal hier, Kollege. Sonst geht's hier noch ganz gut, oder was? Der ist auch wieder dreist, ey, weißt du? Kommt hier an, ey, und macht Stress. Ist an so einem ruhigen, chilligen Morgen hier, weißt du? Voll angenehm hier gerade. Ist schön ruhig. Ich glaube, wir müssen uns Holz organisieren. Dafür nehmen wir mal ein Stückchen aus dem Topf. Wir brauchen eh ein bisschen Hunger, Durst haben wir. Oh, Energie haben wir sich gerade. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Neue Session. Erstmal sehen, was alles so mit der Werte ist. Rüstungstechnisch hatten wir ja nichts mehr, ne? Das heißt für uns eigentlich theoretisch. Ach, was willst du denn jetzt? Sag mal, ey. Rüstungstechnisch haben wir ja momentan eigentlich keine Rüstung. Vielleicht sollten wir uns Rüstung craften, aber ich glaube, wir haben auch ein Problem mit Tape, ne? Ich glaube, das Tape war das Problem. Ach, wir haben ja wieder ein bisschen was. Knochen müssten wir uns dann brutzeln. Okay. So, erstmal meine Peile wiederholen. Danke. Und das Potte. Die Potte. Ey, können wir nicht mehr sammeln? Wir müssen mal ein Opening machen. Aber dafür brauchen wir eigentlich Lager, dass wir ein bisschen was wegpacken können vorher. Sonst geht uns da irgendwie alles verschütt. Hier, komm mal mit, mein Freund. Haben wir schon irgendwo mal ein Lagerfeuer gemacht? Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich muss erstmal wieder alles blicken. Haben wir nämlich momentan nicht, ne? Auf der Seite ist viel los. Hier ist weniger los. Dann machen wir hier mal ganz kurz diesen. Komm mal her. Wir machen das mit der Fackel. Das geht schneller. So. Und dann, einmal hier schon mal einen Rüstungsteil craften. Eins können wir schon. Okay, wenn mein Bester. Komm mal her. Hol mal bitte Stämme und füll die Lager. Danke dir. Wir bauen mal auch noch ein Sticklager hin, aber ich würde sagen, hier drüben. Ah, geht gar nicht hier. Okay. Dann stellen wir es hier ran, wenn es geht. Geht auch nicht. Dann halt so. So, jetzt müssen wir die aber auch noch fertig bauen. Selbstverständlich. Na, wo sind Stickbäume hier? Gib mir Stickbäume. Du hast auch. Ja, wir hatten ja gestern unseren Servertag, also eigentlich vorgestern. Ich zeichne jetzt gerade am Sonntag auf.
Ja, war sehr lustig, muss ich sagen. Ich habe mit dem Matze eine kleinere Tour gemacht, die war echt spannend. Die hat richtig Spaß gemacht. Wir haben die Baupläne besorgt. Und ja, ansonsten haben wir gut rumgehangen, wir haben viel Spaß gehabt. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Scheiße gebaut. Also auch schön Gebäude gebaut. Ich habe eine schöne Hütte hingezimmert in der Zeit. Und mit dem Matze haben wir Lebendfallen gemacht und haben dann versucht, Mutantenleben zu fangen. Hat nur bedingt geklappt, leider. Aber war echt spaßig. Ja, machen wir immer wieder. Eine Woche lang. Jeden Tag. So. Jetzt müssen wir aber die Stöcke dann auch voll haben. Hoffe ich. Der Bagger. Ich würde so gerne Bagger fahren. Das wäre so geil. Schade, dass das nicht geht, ey. Das ist wirklich schade. Okay. Ich kann mich nicht losreißen vom Bagger. So weit sind wir gelaufen, ja? Mein Gott. So, dann können wir schon mal die ersten hier reinpfeffern. Und fangen mal an, ein paar Baumstämmchen zu hacken, ne? Dass wir zu unseren Baumstämmen kommen. Wir wollen ja noch ein bisschen was am Haus tun. Und mit dem Greg ist das ganz ratzfatz erledigt, sag ich mal. Der liebe Kelbe müsste dann auch gleich mal herkommen und die ganzen Stämme einsammeln. Haben wir noch einen Stock? Den nehmen wir noch mit. Und hier den hier noch. Ach, das ist ja nur so ein. So möchte gern Baum. Ich wäre gerne mal ein Baum. Oder ich war mal ein Baum. Besser gesagt. Schon Wahnsinn, wie schnell es mit dem Greg geht und die Bäume fällen. Das ist krass. Das ist wirklich krass, wie schnell das geht hier. Ich glaube, Kelvin füllt drüben das Lager, ne? Damit uns die hier nicht despawnen, sammle ich die jetzt erstmal schnell in den Container. Leider ist es immer noch so, dass wenn zu viele Baumstämme rumliegen, welche wieder despawnen. Ich glaube, ich habe irgendwie gehört 60. Ab 60 Stämme despawnen alle Stämme, die man... Also wenn man einen neuen Baum umfällt, dann... Was willst du denn jetzt? Wenn man einen neuen Baum umfällt, dann despawnen die ersten Baumstämme wieder. Kannst du mal zusehen, dass du wegkommst, mein Bester? Eine Rüstung, ey. Der ist schon wieder so ob hier. So, und ohne Rüstung siehst du nicht mehr so freudig aus, mein Freund. So, komm mal mit. Du kommst zu meinem Knochenhaufen hier. So. Dann machen wir doch gleich mal mit der Fackel nochmal ein kleines Feuerchen. So. Gell, Kelvin? Aber wir könnten auch schon ein paar Knochenrüstung basteln. Schnell mal. Ich weiß ja nicht, wie viele Seile wir noch haben. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. 5 noch. Okay. Ein bisschen Rüstung schadet nicht. Ja, der Modus ist schon echt anspruchsvoll, wenn man die Feinde wirklich alles hochschraubt, ne? Das Leben, Rüstung, was weiß ich noch alles. So. Du bist auch schon verbrutzelt. Sehr gut, das lobe ich mir. Können wir gleich nochmal welche bauen? 2 Stück noch. Eine brauchen wir ja sonst weiter nicht groß, glaube ich, ne? Aber finden wir auch wieder. Da werden wir es nicht schwer haben mit, glaube ich. So, einmal anziehen. Und den bitte auch anziehen. Und dann fühle ich mich auch wieder ein bisschen besser.
Bisschen sicherer. Waren jetzt alle? Ja. Alle Knöchelein gesammelt. Dann kümmern wir uns mal weiter um das Holz. Ja, ich glaube, später fahre ich mir das Holz dann auch rüber mit der Seilbahn. Aber jetzt erstmal geht's noch so. Oh, lecker Pilzchen. Sag mal, kleine Pilzmahlzeit nebenbei. Da ist ja auch noch einer. Dann haben wir die erstmal alle eingesammelt. Kelvin kann den da mitnehmen. Und ich fange mal an hier. Ich guck mal, was der Kelvin gemacht hat drüben. Ach, da sind ja auch schon ein paar drin. Okay. Kelvin, ich habe nichts gesagt, mein Bester. Ne? Ich will ja nicht zur Eile drängen. So, ich zuerst bitte, Kelvin. Du, hier oben ist aber falsch. Da unten musst du hin, ne? Mein Bester, da runter. Hat der schon wieder versucht, mit dem Kopf zu schütteln? Über deine Arbeitsverweigerung müssen wir nochmal sprechen, mein Bester. So geht das nicht weiter. Ja, Seilpistole würde ich sagen, so die nächsten ein, zwei Folgen irgendwie. Schau mal, wie das hier mit dem Bauen vorangeht. So richtig startet das Spiel ja erst, wenn man die Schippe hat, ne? Dann geht es ja eigentlich erst wirklich los. Na gut, okay, der erste Gang ist dann ja eigentlich so geblieben, wie auch schon in der Alpha, dass man zuerst mal die drei Höhlen abklappert, die man am Anfang hat, wo man startet. Da findet man ja alles Notwendige dann. Einmal die Höhle am Meer, wo man die Tauchausrüstung findet. Dann die Höhle mit der Seilpistole und die Höhle mit der Schaufel. Die drei hat man ja schon gleich auf dem GPS. Wenn man die abklappert, ergibt sich der Rest wieder. Das ist wieder so, denn der Reihe nach. Man wird immer dann von einem entdeckten Bunker zum nächsten geschickt. Ist eigentlich ganz gutes Konzept. Ich hätte es jetzt auch vielleicht scheiße gefunden, wenn wirklich gar nichts auf dem GPS angezeigt wird, groß, beziehungsweise nicht diese Reihenfolge. Ne, zum Beispiel, dass man rumlaufen muss und dann findet man den durch Zufall irgendwo und dann ist er erst markiert. Das hätte ich nicht gut gefunden. Dann lieber doch eine kleine Reihenfolge, die einem vorgibt, welche Reihenfolge man die Bunker erledigen könnte oder machen sollte. Dass man dann Progress hat, einen Fortschritt. Ja. So, es regnet. Unsere Wasserschalen füllen sich. Das finde ich gut. Dann nachher die Frage, wie wir die Aufteilung hier im Haus machen, ne? Ich würde so gerne zwei getrennte Räume machen irgendwie, aber nicht mit einer Tür oder mit einer Wand, sondern so ein offener Bogen, ne? Ein Torbogen, ein Türbogen. Dann. Guck mal, Kelvin, wo bist du eigentlich? Was machst du eigentlich, du fauler Sack? Der rennt da unten rum, ich glaub's nicht. Du weißt aber schon, ach nee, ey. Geht es schon wieder los? Bist du ein bisschen doof? Kriege ich das da wieder rein hier? Scheiße, nee. Geht nicht. Ja gut, okay, unten. Ah nee, das ist doof. Das war jetzt nicht schlau. Ich darf den da nicht mehr hinlegen. Och man. Habe ich da eine blöde Lücke unten im Keller? Na, ich hätte noch eine Idee. Man kann das zumachen komplett.
Mal gucken. Schade, ey. Das ist auch wieder typisch Sons of the Forest hier, weißt du? Kann den da nicht mal reinlegen, geht nicht. Ich will jetzt hier eigentlich die Lücke zumachen, aber irgendwie gibt er mir auch den Pfeil wieder nicht. Lieber Herr Sons of the Forest, könnten Sie so nett sein, mich das hier schließen lassen? Wohl nicht. Na gut. Dann machen wir erstmal da einen Boden rein. Muss ja eh. Oder so. So. Und jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt zumachen kann. Nee. Irgendwie immer noch nicht. Okay, Plan B. Einfach zumachen. Nachher, gut, von außen sieht man es dann nicht so. Glaube ich. Ja. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Ich finde es schade. Das ist natürlich echt doof, ey. Sieht von der Optik her jetzt doof aus, dass der Balken aufgeht. Ich bin da so ein bisschen Monk. Aber nicht schlimm. Da müssen wir halt mit leben. Was soll's? Dann ist das halt so. Und es regnet und regnet. Wir könnten ja mal eine Kleinigkeit futtern und mal was essen. Mal eine Kleinigkeit trinken und mal was essen. Wenn es doch so schön regnet, dann füllt er ja immer gleich die Schalen nach. Deswegen kann man mal jemand draus schlürfen. Dann geht's uns wieder gut. Die Wasserflasche müssten wir auch noch füllen, ne? Fällt mir gerade auf. Guck mal. Die ist nämlich auch leer. Hat aber bestimmt noch nicht gereicht. Wisst ihr, was geht noch? So, eine Kleinigkeit futtern. Was haben wir denn Leckeres? Wollen wir Katzenfutter reindonnern? Eine Braten tun wir uns später noch was. Aber erstmal tut's Katzenfutter. Yam, yam. Dann geht es uns ja von den Werten her ganz gut. Wir müssen mal wieder einen Greg kochen demnächst. Wenn ich dann mal wieder... Na komm, eben gerade war es doch, ja. Wenn ich dann mal wieder hier ein paar Gegner bekomme, dann hacken wir uns mal ein bisschen was für einen Greg. Wie sich jetzt anhört, wir hacken uns mal was für einen Greg. Für einen Eintopf. Sagen wir mal Eintopf. Ist alles ein bisschen umfassender. Der Eintopf. So. Dann hoffen wir mal, dass noch einer vorbeikommt. Ein Flick, ein Flack oder ein Eingeborener. Worauf ich jetzt überhaupt keinen Bock hätte, wäre irgendwie Fingerbob-Zwillinge oder irgendwelche Mutanten-Idioten. Puffy-Puffy-Mutanten. Da gibt's ja diese neue Sorte, ne? Die haben ja einen neuen Puffy eingeführt. Es gibt jetzt praktisch drei verschiedene. Einmal den Standard normalen. Einmal den, der etwas verbessert ist, der da blau leuchtet. Den kannte man ja schon. Und jetzt gibt es tatsächlich noch eine dritte Variante. Die ist noch ein bisschen stärker. Als ob der komische Leuchtende nicht stark genug war. Das hat mich ja eh schon... Den kann kaum einer leiden. Diesen Puffy, der leuchtet im Dunkeln. Den kann kaum einer leiden. Und dann kommt noch eine dritte Variante. Und da finde ich ja auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, ne? So, Kelvin, arbeitest du eigentlich oder was? Sag mal. Du sollst doch Baumstämme holen und so? Oh, die Portemonnaie müssen wir ja noch mitnehmen. Habe ich voll vergessen. Okay, dann müssen wir ihm hier mal vielleicht... Der priorisiert immer das Lager hier drüben zuerst, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da müssen wir ihm hier drüben so ein paar Bäume umfällen. Mal sammeln wir noch ein bisschen Weidenröschen ein, was hier rumliegt. So. Oh, wir haben keinen Greg mehr am Bewirken. Man merkt's, ey.
und schon ist die Ausdauer futsch. Och, komm schon. Boah, das dauert ja alles ewig. Kann mal bitte ein Kannibale kommen? Ich brauche Zutaten. Ich brauche einen edlen Spender. Für meine Suppe. Oh, Stöcke, schön. Den hier, den hauen wir auch noch weg. Ja, Kelvin, was geht, ey? Überall Baumstämme und du arbeitest nicht. Oder ist ein... Da ist... Ach, Virgie ist das? Ich wollte gerade sagen, da ist ja Gegner. Deswegen arbeitet er wieder nicht. Aber das ist Virgie. Die liebe Virgie. Meine kleine Schnecki. Hey, Spazi. Alles schon gut? Na, noch nicht wirklich, ne? Ups. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so angebracht, wenn ein Irrer mit einer Axt in der Hand blutverströmt auf sie zustürmt. Hat sie vielleicht ein bisschen Angst bekommen. Gib ich zu. Oh, Kelvin, ey. Echt. Weißt du, ich könnte manchmal peitschen, ey. Der gehört am Pranger gestellt hier, weißt du? Das sieht hier aus, diese Unordnung hier. Überall. Ja, apropos Unordnung, wir haben ja in dem, auf dem Server, an dem Servertag, da haben wir Tatsache, ja, wir haben den Lockmodus angehabt, den Lockhack, und haben halt wie wild rumgebaut. Und da ist so viel an Holz angefallen, das war nachher eine riesen Müllhalde. Ein Glück, jetzt beim Einladen des Servers dürfte das dann alles wieder beseitigt sein. Aber es ist echt eine ganze Menge angefallen, an Abfall, Ausschuss. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Das heißt, wir müssen mal gleich in die Haier gehen. Sage ich mal. Es ist eh ein Sauwetter. Es regnet. Wir haben immer noch nichts über den Kopf. Kein. Doch, da unten drin. Man könnte da unten hingehen. Ich hab da mal eine Idee. Warum hat er das jetzt so schräg? Ah, okay. Alles klar. So, dann machen wir hier ein kleines Feuerchen. Dann haben wir hier unsere, beim Regen hier wenigstens einen kleinen Unterstand irgendwo. Gell, Kelvin? Ne? Du kannst ja mal noch fleißig weiter Baumstämme einsammeln. Ich glaube, wir gehen jetzt mal pennen. Und hoffen, dass wir durchschlafen können die Nacht. Gute Nacht, Kelvin. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst und das Feuer ist aus. Ich sehe nichts mehr. Das hört sich an wie Puppies. Oh, Tatsache. Ey, ihr habt mich eingezingelt hier. Lasst mich raus. Lasst mich raus. Ich sehe nichts. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, ey. Es ist echt blöd im Dunkeln. Kein Licht und nichts. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen angespannt momentan. Ich bin gerade mal ziemlich ruhig. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Denn die sind ja echt stark momentan, ne? Und ich sehe gar nichts. Nichts. Null. Kelvin sehe ich. Der wieder den Blitzemann macht. Bleibt ja eigentlich nur eine Wahl. Nahkampf. Attacke. Wo seid ihr? Ugh.
So, ein Hammer. Ein Hammer. Na, wo kommt der nächste? Da ist er. Da ist er. Na, komm ran hier auf den Meter, mein Freund. Da muss ich die ersten Hasenscharter holen, oder wie? So, haben wir den auch? Erstmal so. Ich höre noch ein. Vielleicht hätten wir eher oben pennen sollen. Hör dich doch noch hier irgendwo. Da bist du. Bei uns im Bettchen, du Hund. Du bist doch ein kleiner Sack, du. Weißt du, was erlaubst du dir denn? Unser Bettchen. Ah, Kelvin arbeitet. Da können wir pennen. Jawohl. Was für eine Nacht, sag ich nur. Sehr geil. Also, dass jetzt schon die Mutantenhorden hier nachts kommen, das ist schon herrlich, sag ich mal. Ne? Komm her, ich pack dich mal zu dem anderen. Kelvin, hier ist Baustelle. Du kannst hier nicht x-beliebig hin und her rennen, bitte, ja? So. Ja, ein bisschen Knochenrüstung haben wir leider gelassen. Hab ich gesehen. Kelvin, Baumstämme. Der macht drüben das Lager voll, ne? Ja. Wir werden mal hier ein paar Knochen weglegen. Die müssen... Ach, das ist voll. Ach, shit. Weiß gar nicht, ob wir so viele Knochen einlagern müssen. So viele Knochen braucht man doch gar nicht eigentlich. Oh, Stöckchen. Kann ich mal noch mal ein paar Stöckchen haben? Danke. Oh, schöner Überfall die Nacht gerade. Ich finde sowas geil. Auch wenn es dann wieder heißt, man verliert wieder Rüstung und so. Und aber es ist halt lustig. Was wäre das ohne? So. Knochen. Einmal hinein damit. So, Kelvin, ich habe das Bett mal beiseite gestellt, weil du ja unfähig bist, an dem Bett vorbeizulaufen, mein Bester. Okay, dann basteln wir mal ein bisschen weiter. Lass uns mal hier auf jeden Fall noch die Lücke schließen. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Hier unten, ich habe überlegt, ob ich das jetzt zumache. Dass sie mir da unten nicht wieder reinrennen. Also zumindest so zumachen, dass sie nicht reinlaufen können. Dabei reichen ja erstmal zwei Stämme obendrauf. So. Man muss auch mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Gelegenheit haben, Fisch zu fangen, ne? Haben wir noch gar nicht geschaut. Ob es irgendwo Fische gibt. Ach, shit. Das wollte ich jetzt nicht so.
Also ich hoffe, dass sie mir erstmal nicht reinrennen. Wenn das so. Wir können es später. Oder wollen wir noch ein Hör machen? Gleich. Dann haben wir das auch erledigt. Dann kommen sie auf jeden Fall gar nicht mehr rein. Unten. Erstmal. Wenn doch, ist Cheaten. So, ja, meine Lieben, aber ich schaue auch gerade mal auf die Uhr und ich sehe mal, dass es Zeit wird, leider die Folge zu beenden. Wir müssen in die nächste Folge gehen. Ich verpasse hier noch die letzten zwei Stämmchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge doch gleich wieder. Morgen. In diesem Sinne, gerne liken, kommentieren, wie immer. Ihr wisst, das freut mich. Und, ups, seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es dann hier weitergeht bei Sons of the Forest. Bis dahin erstmal, tschüssi!